So, liebe Freunde, herzlich willkommen auf Taschen-PCs zum letzten Teil, vorerst letzten Teil, diesmal wirklich vorerst, weil es kommt ja noch der Zusammenbau, der letzte Teil der Unboxings von dem Computer für um die 58 Euro, dem Mid-Class-PC, wenn man so will. Und ja, jetzt haben wir das Gehäuse. Das Gehäuse ist, wie ihr sehen könnt, von Fractal Design, ist ein neues Gehäuse, heißt Focus, Computer Case, wie es so schön steht. Und ja, Gehäuse unboxen ist immer so ein bisschen immer die Herausforderung. Deshalb werde ich das jetzt aufmachen und rausholen und dann das Gehäuse hier hinstellen. Hier haben wir das gute Stück natürlich noch in der Plastikfolie. Die ziehen wir jetzt ab. Und dann haben wir das gute Stück. Also mein erster Eindruck ist sehr positiv. Es sieht sehr schön aus. Auch schön verarbeitet. So, aber wir fangen, machen wir Schritt für Schritt. Machen wir das jetzt hier. Hier das Window, wo wir die Plastikfolie auch nicht abziehen. Das macht natürlich der Käufer, das bin ich leider nicht. Das macht der Käufer. Und wir können hier schon den ersten Blick ins Gehäuse machen. Gut, man sieht jetzt nicht so viel, aber das schrauben wir dann erstmal hier auf. Jetzt haben wir auch das Innere des Fractal Designs Gehäuse. Was wir hier sehen können, ist, hier kommt das Mainboard hin, hier kommt das Netzteil hin, hier kommen die Festplatten hin. Das Gehäuse ist sogar eines der neueren, was sogar noch extra für Laufwerke einen Schacht hat, was ich sehr begrüße. Es gibt nicht mehr viele Gehäusehersteller, die das machen bei neueren Gehäusen. Gerade bei so Showcase-Gehäusen ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Aber gut, es sind auch Showcases. Dann haben wir hier die Anschlüsse für das Mainboard mit den ganzen Kram, mit HDD-LEDs, Power-Buttons. Hier unten haben wir ein Schräubenkästchen, wenn ihr es gut erkennen könnt, hier. Und ja, dann gucken wir uns das Ganze doch mal von vorne an. Hier haben wir dann die Vorderseite mit dem On-Button, dem Reset-Button, dem Mikrofon, der HDD von HDD-LED, dann Mikrofon, Kopfhörer, USB 2.0, USB 3.0 Eingang, zwei Stück. Ich denke, das reicht auch, gerade für die beiden. Schickt das. Was hier oben auch noch ist, ihr seht, wir können hier oben noch zwei Lüfter zusätzlich machen. Das finde ich sehr cool. Hier vorne die Frontseite, die zwei Schächte und ihr könnt es nicht sehen, aber hier sind noch zwei Lüfter drin, die leuchten, finde ich sehr schön. Hier ist auch noch eine Schutzfolie, die aber dann auch, denke ich, wenn der Besitzer es möchte, abgemacht wird. Auf der Rückseite, oh, das ist ein sehr leichtes Gehäuse, wie ihr gerade festgestellt habt, haben wir, na, die Rückseite haben wir auf der Rückseite, sehr gut. Da haben wir eine Möglichkeit, wieder einen Lüfter einzubauen, hier hinten, hier die Abdeckplatte für das Mainboard, hier die für die Grafikkarte und hier unten fürs Netzteil. Sonst ist die Rückseite eigentlich relativ unspektakulär, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und wir machen jetzt noch die Seite auf. Auf der Rückseite haben wir nichts Spektakuläres. Hier ein paar die Kabel, die wir vorne gesehen haben. Hier die Kabel, die wir gesehen haben für die Lüfter. Die könnt ihr hier ganz gut sehen. Ah, hier. So, aber sonst ist diese Seite sehr unspektakulär. Zusätzlich haben wir natürlich auch hier wieder Gebrauchsinformationen, Installationsinformationen und diesen User Guide. So, liebe Freunde, das war's mit den Teilen zum Unboxing des Mid-Class Red Budget 850 Euro Gaming PC. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Habt ihr aber auch vielleicht dieses Gehäuse? Ich meine, ich habe ja nach jedem Video gefragt, ob ihr dieses Teil auch habt. Natürlich muss ich jetzt auch nach diesem Gehäuse fragen, ob ihr das habt. Wenn ja, bitte erfahren und alles in die Kommentare. Interessiert mich immer natürlich sehr. Fragen natürlich auch, Anregungen, Bemerkungen und so weiter. Auch konstruktive Kritik bitte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und ciao!